Hallo Freunde, willkommen zu Folge 23. Wir befinden uns an Bord der Normandie, haben gerade hier unsere Gespräche zu Ende geführt, wie ihr ja gerade eben bestimmt gesehen habt. Und jetzt geht's zur nächsten Mission. Das war jetzt schon ziemlich cool. Und ich dachte eigentlich, dass diese Mutter, da die Matriarchin, noch eine größere Rolle spielt, aber offensichtlich ja nicht. Ja, und es gibt nur noch ein Ding. Geht Angriff. Ferros. Ja. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Oh. Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Und zurück. Okay, mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Commander Shepard. Wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Ach, ist ja klasse. Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Mhm. Sie meinen Spione? Ja. Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Okay. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden ja, Sie heraus, was mit unserem gut. Team geschehen ist. Ja, cool. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Also. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Hahaha, geht doch. Aber haben Sie schön betont, ich bin der Spectre, ich muss das nicht machen. Aber ich kann. Nur, dass ich selber abwägen kann, was am sinnvollsten wäre. Gefällt mir schon gut. Also Würmeier. Wir fliegen jetzt nach Würmeier. Okay, das haben wir alles angeschaut schon natürlich, gell? Aha, Noveria, haben wir Strenos eigentlich schon gecheckt dann bei der Gelegenheit? Ja, das haben wir gecheckt, klar. Und jetzt fliegen wir mal hier hin. Fangen bei Utopia an, ja. Müssen noch ein bisschen was checken, nämlich. Oh, cool. Weil wir müssen noch ein, zwei Ressourcen sammeln. Oh ja. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle Schon sie wieder? Durch. Alter. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Oh je. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Oh je. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Mhm. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Ach du Scheiße, ich kenne diese Kacke schon, alter Schwede. Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Gerade kommen wir raus in der Hölle. Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk.
Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse. Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Na toll. Ganz toll. Xanadu. Xanadu. Oh ja. Aber wir machen es selbstverständlich. Hey, wobei ich habe immer echt Schiss, wenn es ein Höllenloch darunter muss. Naja, hier gibt es auf jeden Fall nicht allzu viel zu finden. Ja, Eden Prime, guck mal. So, da ist ja der Asteroid. Fangen wir mal von draußen an. Loki, sehr gut. Gibt's nicht. Okay. Blutzeitkatastrophe. Tiefen Scans der Eisschicht haben ein unterirdisches Netzwerk aus kreuz- und querverlaufenden Tunneln zum Vorschein gebracht. Da einige dieser Tunnel überraschend gleichmäßig in Form und Größe waren, suchten frühe Forschungstrupps nach Beweisen für Ausgrabungen. Man kam schließlich zu dem Ergebnis, dass sie das Ergebnis natürlicher Prozesse seien. Oh, echt? Okay, cool. Tür. Ha, Türs Hand. Okay. Welches Mal was Bewohntes? Terra Nova. Ah, ist schön. Also, mal gucken, was hier auf Terra Nova und so weiter ist. Wen nehme ich mit? Oh Gott, Alter. Na, wobei, die beiden waren es eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben uns die volle Kampfstärke, die Biotikstärke und die Techstärke, und das hat mir doch eigentlich gut gefallen, um ehrlich zu sein. Das war schon gut. Status. Sensoren erfassen drei Fusionsantriebe auf Asteroid X57. Bei seiner derzeitigen Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren. Oh. Analyse. Antriebe müssen deaktiviert werden, um die Beschleunigung zu drosseln. Hallo, ich habe Ihre Nachricht mitgehört. Können Sie mich hören? Sie haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Schalten Sie die Fusion. Werden wir alle sterben. Gott, ich hoffe inständig, dass Sie mich hören können. Okay, das war jetzt ein bisschen seltsam. Ich dachte auch, wir können auf dem Planeten stehen. Wir können auf dem Planeten stehen ohne Sauerstoff und ohne Helm und alles. Hallo?
Okay. Oh fuck. Okay, das war's. Cool. Und jetzt geht's hier hoch. Naja. So, hier. Scheiße. Aha. Geht doch, jawohl. Jetzt, okay. Schon geil, der Planet, wie das aussieht. Fett. Der gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall. In diesem Computer sind laut Operationsprotokolle und persönliche Aufzeichnungen für einen kleinen Piratencenter gespeichert, der von X-57-Ingenieuren betrieben wurde. Dazu gehören auch Skripte diverser Werbenachrichten, die scheinbar alle noch nicht aufgenommen worden sind. Radio X-57 auf diesem Felsen auf Sendung seit 2182. Radio X-57, wenn Ihnen Ihre Welt hohl vorkommt, helfen wir Ihnen nach den Sternen zu greifen. Nur für die Harten. Die letzte beste Hoffnung auf Rock innerhalb der nächsten 300.000 Kilometer. Ja, geil. Ist ja geil. Piratensender, Thomas Gottschalk, Dings da. Okay, das Ding haben wir auf jeden Fall mal angeschaut jetzt. Jetzt fahren wir hier wieder runter. So, und jetzt müssen wir aber da unten rein. Dieses Kontrollzentrum hier. Was habe ich eigentlich für Waffen drin? Denn ob ich das brauche, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich nehme vielleicht mal... die radioaktive Munition dafür. Batarianer. Harak, check. Oh, Scheiße.
Überhitzung ist schlecht. Also das radioaktive Zeug, das ist scheiße, weil das war jetzt einfach nicht die gute. Organische Ziele. Mache ich mal chemisch. Okay, sieht gut aus. Was machen hier die Batterianer eigentlich? So, da hinten hin. Okay, cool. Mal gespannt, was die Batterianer hier so machen. Schrotflinte Katana 4 klingt gut, oder? Klingt das gut oder klingt das gut? Schrotflinte Katana 4. Oh ja, au. Oh. Ja. Die nehme ich mal. Übles Ding, Alter. Halt. Wir sollen mal gucken da drin. Raum fertig angucken. Dass wir irgendwas vergessen, aber hier scheint nichts zu sein. Wir müssen ja die Sonde ausschalten. Oder halt diese Antriebsdüse. Gehen ja nicht zum Spaß runter. Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Wer sind Sie? Was ist hier los? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terranova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terranova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Okay. Da auf jeden Fall haben wir es ja geschafft. Okay, Avenger 4, Lancer 4 und Scimitar 5. Oh, wenn jetzt noch eine bessere Schrotflinte kommt, gell? Boah, geil. Nehme ich die Avenger 4. Ja, jetzt habe ich hier die Avenger 3. Und jetzt habe ich die Avenger 4. Geil. Dann kriegt die gute mal. Die Avenger 3. Und die kriegt auch eine Avenger 3. Ich habe ja noch eine. Ja. Und ich habe natürlich die dickste Wumme. W.E. und Jesu muss das sein. Deswegen bin ich hier der Chef. Auf jeden Fall wieder dasselbe sein von demselben Kessel hier, aber ich sag mal so, wenn das hier alles Fertigbaukessel sind oder halt Container, dann kann ich das verstehen, dass dasselbe Level-Design ist, weil die sind dann so designt, also das könnte man erklären. Oh. Hey! Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Meine Schilder haben den Treffer abgefangen. Nichts passiert. Ich gehöre zur Allianz, Commander Shepard. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terranova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Wir sind doch schon dabei, wir machen doch nichts anderes. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Ich habe keine Zeit, das im Kopf auszurechnen. Was passiert, wenn wir diesen Felsbrocken nicht aufhalten? X-57 hat einen Durchmesser von 22 Kilometern. Doppelt so groß wie der Asteroid, der damals auf der Erde die Dinosaurier auslöschte.
Es wäre so, als würden Millionen Fusionsbomben auf einmal detonieren. Millionen. Die Hitze der Explosion würde selbst in 1000 Kilometern Entfernung noch ihre Kleidung verbrennen. Es wird verheerende Brände auf dem ganzen Planeten geben. Die Druckwelle wird alles im Umkreis von hunderten Kilometern dem Erdboden gleich machen. Oh, kann man den denn auch etwa? Terra Nova wird sterben, Shepard. Nicht nur unsere Kolonie, nein, der ganze Planet. Es wird einen Klimawechsel geben, Massenaussterben. Das Ökosystem wird tausende von Jahren brauchen, um sich davon zu erholen. Vielleicht sogar Millionen. Besteht die Möglichkeit, dass er in einem der Ozeane landet? Das wäre noch viel schlimmer. Tsunamis würden mit hunderten von Kilometern pro Stunde landeinwärts rasen. Millionen Tonnen Wasser würden beim Aufprall verdampfen. Der gesamte Planet wird in Wolken gehüllt sein. Sämtliche Pflanzen könnten sterben. Und dann würde das komplette Ökosystem umkippen. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber glauben Sie mir, es wäre verheerend. Mhm. Das ergibt doch keinen Sinn. Batterianer organisieren sich oft in kriminellen Gangs. Nicht sehr ethisch, aber profitabel. Sie zerstören keine Welten. Was würden sie dadurch gewinnen? Ich kenne alle Geschichten. Sklavenhändlerringe, die Menschen wie Tiere verhökern. Piratenbanden, die Kolonien niederbrennen. Aber das ist... Die Zitadell-Konventionen untersagen mutwillige Asteroiden-Kollisionen. Ich hätte nie gedacht, die Batterianer würden so weit gehen. Mhm. Die meisten Batterianer sind keine Genoziden-Irren, aber das hier sind Terroristen. Ich weiß, es ist nur... Ich hatte diese Entwicklung nicht erwartet, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Sie waren hier, als all das passierte. Wie viele Batterianer haben Sie gesehen? Und wo waren Sie? Sie sind bei der Hauptanlage gelandet. Sie haben die Zugangscodes geändert. Wir kommen jetzt nicht mehr rein. Keine Ahnung, was da drinnen vor sich geht. Ich habe gesehen, wie sie in Gruppen zu jeder der Fusionsstationen gingen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele. Genug, um sie in einen Kampf zu verwickeln. Haben Sie eine Ahnung, wer dahinter steckt? Wer sie anführt? Das könnte uns einen Hinweis geben. Ich habe ein paar von Ihnen einen gewissen Ballack erwähnen hören. Oh. Er scheint hier das Sagen zu Ballack haben. War unzufrieden. Sie war nicht überzeugt, dass hier sei eine Und jetzt Idee. Ist er batterianischer Anführer sie geworden. Sie hat eine Angst vor dem Kerl. Angst genug zu tun, was er will. Überall Batterianer und ich muss alle drei Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Okay. Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage, innerhalb des Detonationsbereichs, gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batterianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Oh Gott. Wissen Sie, wo ich sie finde? Sie haben unsere Außenausrüstung überprüft. Am einfachsten wäre es, wenn Sie sich in den Funkturm an der Oberfläche einklinken. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Mhm. Ah, okay. Ich werde sie suchen. Trotzdem haben die Fusionsantriebe Priorität. Ja, da haben Sie recht. Terra Nova zu retten ist wichtiger als mein Team. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batterianer haben sie als Geiseln. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batterianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Okay. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batterianer zurückkommen und Sie finden. Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. Ja. Mach die Fliege. Sagt man doch. Okay.
Radio, Funkturm, Fusionsantrieb. Wir fahren jetzt Funkturm. Wir fahren nicht mal von hier den Krater entlang. Sehr gut. Letzte Anhöhe. Gib alles. Das hier ist der Funkturm. Aha. Na super, Funkturm. Und wie hoch er ist. Forschungsstation, Fusionsantrieb, okay. Dann fangen wir halt mit der Forschungsstation dreimal an. Weil wir sind ja die Guten. Ah, Richtung müsste stimmen, die Richtung, okay. Ja, stimmt doch, ja. Richtige Richtung. Das ist ganz gut hier. Ich hätte mir ein bisschen mehr Feedback gewünscht, in dem, also Waffenfeedback. Das hier ist ganz cool mit dem Bums, bam, 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 bam. Aber die hier kommt sofort hinten das kleine Explosionchen, das macht keinen richtigen Bums. Und das hätte ich mir gewünscht, dass es wamm macht. So die Explosion machst und dann kriegst du als Spiel ein Feedback, was dich wegknallt. Ja, sowas wäre richtig geil. Bin mal gespannt auf Battlefield 4, also ich werde es mir besorgen, früher oder später. Aber momentan muss ich es noch nicht besorgen, weil, kannst du nicht spielen. Brutal verprügelt. Bist du in den Hinterkopf getötet? Ach, komm, ey. Der zentrale Funkturm ist wieder mal defekt. Nie hört mir mal jemand auf meine Warnungen bezüglich einzelner Fehlerquellen. Ich bin überrascht, dass unsere Oberflächenkommunikation überhaupt funktioniert. Wenn Slice auftaucht, um mich abzulösen, werde ich mal sehen, ob ich die alte Lady wieder flott bekomme. Ja. Ah, ich bin wieder einen Rang aufgestiegen. Irgendwie steigen wir immer einen Rang auf. Ja, komm, wir machen den Spectre voll. Dann machen wir das Sturmgewehr voll. Meisterhafter Overkill, den ich ja nie benutze. Erhöhte Waffenschaden. Kann man Waffenschaden nochmal erhöhen? Jetzt machen wir als Sturmgewehr voll. Ich bin ja alter Sturmgewehr. Freund. Okay. Erledigt. Der Fusionsantrieb, der ist doch jetzt abgeschaltet. Irre ich mich. Forschungsstation 2. Warum hat die ein X eigentlich? 3X, 1. Ne, wir machen das so. Das haben wir erledigt. Wir fahren jetzt hier rüber nach Osten und machen dann die Nordroute. Bei so Spielen ist so ein Feedback echt wichtig und okay. Jeder flammt jetzt über Battlefield 4, wie scheiße es ist und alles, ja. Und der Singleplayer. Und ja, man kann heutzutage vielleicht für das Budget, was die haben, und vor allem für die Downloads, die die einem anbieten, für teures Geld, ja. EA, die ja eh die Ausbeuterfirma sind, ja. Warnung! Sie nähern sich der Sektorgrenze. Sie werden gleich zurückbeordert. Ja. Und so wie die das machen, bei Battlefield 4 jetzt zum Beispiel, habe ich fast so das Gefühl, das ist eher ein MMO-mäßig mit Abo-Service versteckt. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass sich jeder Spieler automatisch dann die ganzen Download-Packs kaufen wird. Eigentlich.
Also das Ding hier kann man nicht hoch, das ist zu steil. Können Sie mich hören? Wir haben zu viele Interferenzen. Verdammtes Ding. Tut mir leid, ich habe einige Rückkopplungen. Mal sehen, ob ich es reparieren kann. Sie in der Zwischenzeit einfach... Wir kommen schon. In diesem Computer sind laut Operationsprotokolle und persönliche Aufzeichnungen für einen kleinen Piratensender gespeichert, der von den X-57-Ingenieuren betrieben würde. Ah, Werbenachrichten. Das haben wir doch gesehen, genau dasselbe. Gibt's hier noch was? Rundherum? Nee. Ah ne, das war doch das Ding. Ah, ich hab die falsche Forschungsstation angefahren, ich honk. Scheiße. Da war ich doch drin. Okay Leute, trotzdem, die Folge ist für jetzt beendet. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis gleich. Ciao.